Wir werden uns ganz bald wiedersehen. Ich habe noch ein paar Teile für dich. Komm nie wieder. Freunde, willkommen zu einem nächsten Video. Das wird relativ kurz, denn wir holen jetzt einfach nur die lackierten Teile vom Lackierer ab, also die in Schwarzglanz lackiert worden sind. Und ich nehme euch auf jeden Fall mal kurz mit in die Halle. Ja, dann holen wir die gemeinsam ab und dann geht's ab direkt heute Abend dann zum Black 7 und dann wird das Lenkrad verbaut. Mehr erstmal nicht, weil die anderen Teile bei CBC noch sind. Denn ganz aktuell ist es so, dass wir die ganzen Innenraumteile nicht montieren, aber ist gar kein Problem. Erst wird das White Body Kit dann montiert ohne mich. Dennoch wird es ein Video geben, bei dem ich gar nicht dabei bin, das trotzdem so ein bisschen den Umbau zeigt. Ja, also bleibt auf jeden Fall gespannt, es wird mega. Und sobald der Mustang dann fertig ist, greifen wir dann gemeinsam nochmal den Innenraum an. Dann natürlich nochmal die ganzen Sachen, die beledert werden. Ja, also komplettes Programm erst nach dem White Body Kit. Also, los geht's. Rein mit euch. So, guten Tag. Hallo, ich sehe schon die schönen Teile. Hammer. Also, dann würde ich sagen, jetzt werden die Teile nochmal mit ein bisschen Musik hinterlegt. Ja, und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an. Also, wir haben uns jetzt mal die ganzen Sachen angeschaut und das ist so krass geil geworden, ja. Vor allem, Dennis, schwenkt mal rüber, schaut euch das hier mal an. Die ganzen Knöpfe, die ganzen Bedienelemente, es ist alles einfach hier komplett lackiert worden. Komplett, ja. Drüben die ganzen Ringe. Und Abby, wir werden uns ganz bald wiedersehen. Ich habe noch ein paar Teile für dich. Komm nie wieder. Krass, herzlich willkommen. Habe ich, also, hab ja. ich gern gemacht. Danke, wirklich. Top, Mann. Bis Machen dann. Wir. Danke. Also, alles Gute, gell? Danke. Also, Freunde, wir sind da. Wie man hier sieht, der Lackierer ist nicht nur ein Lackierer, sondern auch Künstler. Ja, weil wenn man sich hier die ganzen Teile anschaut, wie sie positioniert worden sind, damit sie dann auch so lackiert werden können. Also wirklich richtig krass. Einfach nur krass. Wenn ihr das schon seht, die ganzen Ringe von der Belüftung, ja, hier der Schaltknauf, ja, in Schwarzglanz, Freunde, das wird so hammermäßig, ja, gut. Und jetzt, machen wir eins, wir werden jetzt das Lenkrad umbauen. Das muss heute rein, weil, der Mustang geht jetzt zum White Body Kit Umbau, ja, deshalb werden die anderen Teile, die in Carbon mit Wassertransferdruck lackiert werden, erst danach eingebaut, ja. Also bedeutet für uns, für diese Videos, ich werde auf jeden Fall auch noch ein Video separat drehen, in dem man den Umbau vom Black 7 Projekt auf jeden Fall sehen kann. Ja, schon die einzelnen Schritte, Flexen, Schleifen und so weiter. Da gebe ich dem Sebastian auf jeden Fall einen Auftrag, dass er bitte für uns das Video festhalten soll und ich werde es dann am Ende schneiden. Und und dann kommt danach der Innenraum, denn Sitze, Ersatzrückbank, die ganzen Innenraumteile, Türpaneelen, ja, also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Denn los geht's, da ist das sexy Ding. Oh, ist noch gar nicht fest. Die Schalter. Ich freue mich richtig. Gut. Ja, zusammendrücken und dann rinnt das Ding. Einmal nach oben drücken, zack, erledigt. Und schon sieht das Ganze hier richtig sexy aus. So. Zack, da muss natürlich so der Haken drüber. Dann muss jetzt einmal klicken. Also das ist drin. Das sieht krass aus. Ja, das sieht wirklich geil aus. Also mega. Schaut mal her. Was ist hier nochmal wichtig? Sind die ganzen Schrauben. Die müsst ihr lösen. Später wieder reinschrauben. Dann sind die zwei Klammern für den Airbag wichtig. Die müssen raus aus dem alten Lenkrad, rein in das neue. Und diese Gumminippel müssen dann auch hier wieder reingedrückt werden. Ja, damit die ganze hintere Halterung einfach hier hebt. So. Boah. Lecco mio. Freunde, ist das nicht sexy? Komm, Dennis, das Ding bauen wir jetzt ein. Da sind wir. Ja, ganz viele Sachen, die hier noch rumliegen. Aber das wird demnächst noch alles fertig gemacht.
So soll das aussehen. Stecker sind alle drin, Schrauben sind alle drin. Ganz, ganz wichtig, ja, diese Halterungen für den Airbag müssen auch drin sein. So, jetzt kommen noch die Kabel. Gut, wichtig ist auch, dass keine Kabel nirgends eingeklemmt werden. Ja, dass ihr die da noch ordentlich hier verstaut. Ich hau jetzt noch den Airbag rein und dann sind wir soweit. Freunde, das war's. Das war's. Ich glaube, das wird das kürzeste Video bei diesem ganzen Umbau sein. Die anderen ganzen Sachen werden ja erst dann montiert, wenn alles vom Wassertransferdruck zurückkommt. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was hier noch so abgeht. Ja, wir werden dann morgen früh das Ding auf den Anhänger packen. Dann geht's ab zum White-Body-Umbau und weitere Videos folgen. Ja, verfolgt auf jeden Fall diesen Kanal, abonniert ihn. Würde mich freuen, wenn ihr auch ein Feedback zu diesem Projekt drunter kommentiert. Und weiter geht's. Bis zum nächsten Mal.